Horror. Ja, jetzt kommt nochmal die Frage, wer kennt denn das von euch? Ja, ihr könnt das mal kurz einmal reinschreiben, während ich kurz einmal die Kategorie ändere. Zoom, ich hoffe, es gibt's hier. So, ja, oh, guck mal, sofort gefunden, Freund. Mal kurz einmal auf Aktualisieren und dann passt das schon. Ah, wer kennt das Spiel schon? Who knows what it is? Nope, kennst du noch nicht? Ich kenn's auch noch nicht. Ich habe noch nicht mal einen Trailer angeguckt. Ich nicht? Sehr schön, das ist schon mal die beste Voraussetzung. Ja, sagt mir nicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht gefällt's euch ja so gut. Vielleicht gefällt es euch ja so gut, dass ihr nachher sagt, so, hey Mensch, das hole ich mir auch. Kenne es auch nicht, ja. Aber das soll super sein. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Pass auf, Leute, er macht jetzt das Game aus und macht vorne an. Das wäre Horror. Das wäre durchaus Horror. Das wäre auch super enttäuschend irgendwie, ja. Wäre irgendwie mega enttäuschend. So, Freunde. Aber ich, warte mal, ich muss mal den Chat hier nochmal groß machen. Ich würde sagen, wir starten schon mal. Ja, ich habe schon... Okay, wir können nochmal kurz aber durch die Einstellung gehen. Ich habe nochmal die Musiklautstärke. Eventuell muss ich da gleich noch was dran machen. Hört man mich gut im Vergleich zu der Musik? Vielleicht mache ich das auf 70. Nur auf 70. Müsste, glaube ich, auch reichen. Also man kann jetzt hier keine Effektlautstärke einstellen. Das heißt, die könnten durchaus sehr, sehr laut sein. Wir haben hier auch übrigens unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ja, ETA Hoffman, M.R. James, Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft. Ja, wer sind diese ganzen Personen? Das sind Schriftsteller. Wir haben jetzt hier M.R. James ausgewählt, ja. Es ist ein Horrorgame, Freunde, ja. Es muss nicht noch zusätzlich schwierig sein, ja. Es reicht mir so schon. Du bist deutlich lauter bei mir, sehr gut. Ach, du hörst die Musik fast gar nicht. Ich könnte es... Fast gar nicht? Mach ich so? Aber nicht, dass man mich nachher gar nicht hört. Also, ihr müsst mir das relativ schnell schreiben. Wir machen einen Kompromiss, ich mach's auf 90. Auf 90 dürfte recht gut sein. Oh, ich bin super vorbereitet, Freunde. Ich mache nochmal kurz was für euch. So, was haben wir hier noch? Chromatische Abweichung. Deaktiviere die chromatische Abweichung. Diese Einstellung verzerrt die Ränder des Bildes. Nee, das will ich nicht. Filmkorn, Filter. Nee, das will ich auch nicht. I don't want that. Was haben wir bei der Helligkeit? Da dürfen wir das untere wahrscheinlich nur noch kaum sehen, ne? Also rein theoretisch müssen wir es weiter nach links schrauben. Ich mache es jetzt aber trotzdem noch ein bisschen weiter nach rechts. Warum ist das so? Weil ich ein Schissbuchse bin und zum anderen, weil die Videos ja auch nachher auf YouTube landen und da wird es automatisch dunkler. Ja, und damit zum einen ihr auch alles schön erkennt, ja, und natürlich auch die Leute, die dann nachher sich nochmal auf YouTube angucken, machen wir es ein bisschen heller. Aber ich denke mal, bei euch wird es trotzdem ein bisschen, ist glaube noch zu laut. Okay, dann mache ich gleich auf 80, 85. Machen wir gleich auf übernehmen. Machen wir erstmal auf 85, wenn es gleich immer noch zu laut sein sollte. Wobei, wir machen es doch auf 80. Ja, weil nicht, dass nachher Musik kommt und dann hört man die Sprache, die Ingame-Sprache dann nicht mehr so toll. Ja, die haben wir übrigens auf Deutsch mit Untertitel, damit ihr eben nur vorne mal mitlesen könnt, falls ihr doch irgendwas nicht mitbekommen habt. Bei der Schriftgröße war ich mir nicht ganz sicher. Die sagen normalerweise, okay, wenn du am Rechner bist, klein, aber ich bin blind, deswegen habe ich es auf Mittel gemacht. Ja, groß empfehlen die, wenn man es auf dem Fernseher spielt. Bin mal gespannt, ob die groß genug ist. Ah, ich bin echt gespannt. So, die Grafik haben wir auf volle Pulle gemacht. Wenn ich jetzt auf Drück gehe, muss ich, glaube ich, das Spiel neu starten, oder? Oder auch nicht. Never mind. Dann würde ich sagen, hören wir... Artischoki? Okay? Yeah. Dann würde ich sagen, können wir schon mal starten mit einer neuen Reihe. In dem Fall Song of Horror. Ja? Ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Für meine liebste... Den Namen kann ich schon nicht lesen. Eine Spieluhr. Katzi, müsste ich mich rantisch schon mal ausbilden, oder? Aber gut. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am... Mir empfehlen einen Kopfhörer und einen Controller für eine intensivere Spielerfahrung. Soll ich meinen Controller anschließen?
Soll ich den Controller anschließen? Ich bin echt ein Controller-Krüppel mittlerweile geworden, ne? Echt mittlerweile ein Controller-Krüppel. Weiß ich nicht. Sagt ihr Controller oder eher nicht so? Nee. Nicht, dass ich nachher wirklich dann so rumkrüppel, das wäre doof. Daniels Wohnung. Hallo Daniel. Ich bin der Chris. Angenehm. Home sweet home. Ah, das ist Third Person? Das ist Third Person, Freunde? Das wusste ich gar nicht. Guck mal. Also Licht kann ich schon mal ausmachen. Ich will erstmal kurz ein bisschen am Anfang schauen, mit wie vielen Sachen ich denn so... Meine alte Taschenlampe, sie hat mich mehr als einmal in der freien Natur gerettet. Ich will jetzt gerade mal so ein bisschen gucken, mit was man alles so interagieren kann. Kann man so mal das Bild angucken? Da kommen Erinnerungen hoch. Wäre es ganz cool, kann ich irgendwie die Sicht auch ändern? Ah, ich kann auch aktivieren mit der linken Maus, das ist auch ganz cool. Aber ich wüsste gerne, ob ich... Okay. Oh, wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? An diese Kameraführung und auch so ein bisschen die Steuerung? Wisst ihr, woran erinnert euch das? Vielleicht habt ihr schon mal so einen Clou. Aber wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich sag's jetzt. Die allerersten Resident Evil-Teile. Ja, 1 bis 3. Damals noch für die PlayStation. Ja, da war es teilweise auch richtig mies mit der Kameraführung. Ich bin echt gespannt. Echt super gespannt. So, was haben wir hier? Musikzimmer. Es wird übrigens auch angezeigt. Ich glaube, das habe ich auch in Einstellungen irgendwie vorgenommen. Mit was man alles interagieren kann. Ist bestimmt auch nicht verkehrt, damit wir auch effektiv nichts verpassen. Ja, kann ja generell überhaupt mal nicht verkehrt sein. So, hier mal wieder Licht angemacht. Und wir können vielleicht ein bisschen systematisch vorgehen. In die Küche. Wobei, hier vorne haben wir auch noch ein paar Sachen. Mist, ich hätte schwören können, dass ich den Müll rausgebracht habe. Ja, wer kennt's? Tatsächlich habe ich sogar auch gestern vergessen, den Müll runterzubringen. Aber gut. Ja, kann ich auch noch morgen machen. Ein Rest Kaffee. Nicht meine Lieblingsdroge an einem Freitagabend. Was macht denn sonst gerne? Wofür? Makeos? Nee. Ach, Makelos. Es geht schon gut los. Makeos. Sorry, da kam der Spanier in mir durch. Makelos. So wie es sein sollte. Da kam der Spanier in mir durch. Ja. Mallorca, Freunde. Ich bin nicht wirklich hungrig. Außerdem habe ich diese Woche keine Lebensmittel eingekauft. Das ist ein bisschen doof. Ja, der Müllhammer ist voll und der Kühlschrank leer. Das ist eine schlechte Kombination. So, hier haben wir nochmal ein Blümchen. Ist das... Verdammt, ich habe die Vorhänge wieder geschlossen. Ich werde diese arme Pflanze noch töten. Ja, wenn sie natürlich kein Sonnenlicht bekommt, ist ein bisschen doof. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen besseren grünen Daumen. Kann ich hier noch irgendwas gucken? Ne, das ist wieder nur der Kühlschrank, ne? Okay. Dann haben wir hier vorne noch was. Machen wir noch so einen Deckenventilator. Das würde mich ja auch so ein bisschen stören. So ein Deckenventilator. Das Geräusch die ganze Zeit, oder? Vor allem, wenn der da irgendwie so ein bisschen schleift. Nicht die beste Pizza, die ich je gegessen habe, aber sie macht satt. Ah, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, hier haben wir nochmal ein Fahrrad. Ich sollte das alte Ding ein für alle Mal verkaufen. Also zumindest mehr Platz in deinem Wohnzimmer. Sieht aus wie das Wohnzimmer, / Küche, ne? Ich weiß nicht, da hätte ich ja auch keine Lust drauf. Ja, wenn das Wohnzimmer mit der Küche quasi einen Raum bildet, ja, die ganzen Gerüche von der Küche ziehen dann rüber. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Episode von Akte X zu sehen. Ich frage mich gerade, in welcher Zeit das Spiel spielt. Meine Videosammlung. Ich habe einige Western und Krimis. Ich werde meinen Sonntag auf der Couch verbringen und Jazz hören. Wohnküche. Yes. Gibt ja auch noch Essküchen, die so groß sind, dass du quasi nochmal einen Tisch reinstellen kannst, damit du da auch essen kannst. Ja, aber effektiv konnte ich jetzt hier nicht viel machen, ne? Außer so ein bisschen die ganzen Sachen anschauen. Wir gehen mal direkt in den nächsten Raum. Ich gehe mal erstmal hier hinten, weil hier hinten ist das Badezimmer. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Badezimmer jetzt irgendwie... Kommen wir nicht mehr dran vorbei, ne? Das wäre mir ja auch viel zu eng, ja, wenn ich noch nicht mal dran vorbeikommen würde. Mann, der Toilettenablauf stinkt immer. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen verstopft. Oder hat vielleicht keinen Siphon. Ich weiß es nicht. Siphon. So, gehen wir mal hier rein.
Was haben wir denn? Oh, crikey, seriously? Yes. Okay, bevor es uns jetzt die ganze Zeit nervt, nehmen wir direkt mal ab. Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Scheint irgendwie Verleger zu sein, oder? Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company. Or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Ja, hatte ich mit Verleger recht. Das erklärt auch, warum die Schwierigkeitsgrade nach Autoren benannt wurden. Ja. Die Husher Villa ist ein großes Kolonialhaus aus dem 19. Jahrhundert und gehört Sebastian P. Husher, einem renommierten Professor. Erkunde deine Umgebung gründlich. Der Hinweis, den du benötigst. Hey. Auftakt. Ein Freitag wie jeder andere. Ja, also was können wir jetzt schon mal kurz festhalten, für die, die es vielleicht nicht so schnell mitlesen konnten gerade oder generell das nicht so schnell im Kopf übersetzen konnten. Wir wurden angerufen, von jemandem, der auch bei dem Verlag arbeitet, wo wir arbeiten, der uns gebeten hat, nach einem von diesen Autoren zu suchen, der uns das Manuskript geben soll. Denn er scheint sich nicht gemeldet zu haben und es wird eilig. Ja, und wir sind jetzt der Doofe, der es machen muss, weil wir näher dran wohnen. That's the only reason. Und der andere hat wahrscheinlich keinen Bock. Auch das könnte durchaus mit reingespielt haben. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was von seiner Vergangenheit gehört. Dass er im Prinzip vorher pleite war und Alkoholiker. Er war schon verheiratet. Die nette Dame hat sich dann schon vor ihm getrennt. Also wissen wir schon mal ein bisschen was vom Protagonisten. Was haben wir hier? Ein Dreirad. Ich wusste nicht, dass Husher Kinder hat. Vielleicht fährt er ja auch selbst gerne damit rum. Ja, ist immer nicht so diskriminierend. Warum die Seitentür nehmen, wenn der Haupteingang näher ist? Ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich nur mal vorbeischauen.
So. Ja, dann gehen wir jetzt auch direkt mal auf den Haupteingang zu. Der ja auch lustigerweise schon offen. Ja, eine Zeitung. Auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor etwa einer Woche verhaftet haben. Gehen wir mal rein. Hello? Is that music? I'd better take a look. Ist das Musik? Nein, das ist eine kaputte Waschmaschine. So, Lichtquelle. Jede Figur besitzt eine eigene... Ach, wir spielen verschiedene Figuren. Das ist schon mal gut zu wissen. Das können wir direkt daraus schon mal schließen. Ja, jede Figur besitzt eine eigene Lichtquelle. Um sie aus- und einzuschalten, drücke F. Ah, ähnlich wie bei Shootern. Wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist, kannst du die Richtung wählen, in die das Licht scheinen soll. Verwende dazu die Maus. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche beleuchten und mit Objekten interagieren, die sich möglicherweise nicht direkt vor deiner Figur befinden. Deine Lichtquelle wird niemals ausgehen. Benutze sie so oft, wie du sie brauchst. Das ist schon mal sehr gut. Ich hasse immer Games, wo Licht schon Mangelware ist. Ja, das mag ich. Aber gut. Ja. Ach so, ich muss gedrückt halten, nevermind. So, da sind wir auch schon. Someone playing a music box? Yeah, indeed. So, hier haben wir auch wieder ganz, ganz viel, was wir einmal begucken können. Ich weiß nicht, warum der jetzt schon die Taschenlampe anmacht, aber gut. Kann ja nicht verkehrt sein. Der Alarm ist ausgeschaltet. Besser so. Wenn er losgeht, habe ich eine Menge zu erklären. Möglich. Und nochmal möglich. Es sieht aus wie ein Reiseführer. Wollt ihr irgendwo hin? Nochmal eine Uhr. Die Uhr zeigt 12 Uhr an. Ich schätze, sie muss repariert werden. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache in Horrorgames mit Uhren, oder? Standmäßig irgendwie stillstehend, ja, oder so laut. Keine Ahnung. Es sind eine Menge Kleider. Jemand zu Hause? Die Sache ist ja die, wenn es eine Menge Kleider da sind. Ich gehe mal davon aus, wenn man rausgeht, nimmt man ja irgendwas mit. Ja, sei es ein Hut, eine Jacke. Ja, draußen sieht es nicht super warm aus. Wir laufen selbst mit der Jacke rum. Dementsprechend, wenn er weg ist, wird er wahrscheinlich in Eile rausgegangen sein. Oder er ist noch hier. Versuchen direkt mal so ein bisschen zu schlussfolgern. Und hier mal auch wieder eine Toilette. Kann ich leider nicht benutzen. Mir geht's viel besser, seit ich aufgehört habe zu trinken. Vielleicht könnte ich Sophie fragen, ob sie ausgehen möchte. Ach was, konzentrier dich, Daniel. Ach, ich bin gerade immer so verlockt, Daniel zu sagen, ne? Oh. Naja. Let's stay in German. Und das auf Englisch. So, dann gehen wir hier auch nochmal rein. Nein, da kommt die Musik nicht her. Okay, also das Spiel will uns scheinbar wirklich in eine bestimmte Richtung locken. Ins Ballzimmer konnten wir da jetzt scheinbar nicht rein. Dann ein größeres Zimmer zu sein. Ascha ist auf vielen dieser gerahmten Bilder zu sehen. Die anderen sind wohl seine Familie. Let's see. Und hier noch Schönes. Diese Bilder machen mich depressiv. Ich selbst würde niemals solche Bilder aufhängen. Gut, das ist wahrscheinlich eine Ansichtssache. Hier mal Koffer. Würde zum Reiseführer passen. Vielleicht wollte er irgendwie verreisen. Oder weg. Warum kann ich das nicht begucken? Ich muss die erst anleuchten. Ah. Das ist seltsam. Was machen all die Koffer hier? Stehen. Erstmal so. So, wir gucken mal kurz hier hinten weiter. Ich gehe davon aus, bei der Doppeltür hier, bei der sehr großen, da wird höchstwahrscheinlich die Musik herkommen. Oder auch nicht. Klingt schon näher, oder? Klingt schon näher. Also wir sind scheinbar schon auf der richtigen Fährte. Familienporträts, nehme ich an. Die sehen alt aus. Hat er da eine langreichende Dynastie hinter sich. Mann, dieser Spiegel ist übel. Was kann am Spiegel übel sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Guck mal hier nochmal. Na? Bitte? Hast du Bock? Ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass das Spiel eher für Controller wieder präsentiert. Aber das haben sie am Anfang auch geschrieben gehabt. Vielleicht müssen wir doch. Und hier? Okay. Der Tisch ist gedeckt, aber mit Staub bedeckt sind alle.
stimmt, das könnte das Haus sein. Ah, okay. Vom Anfang, wo die Spieluhr war. Wir hören ja gerade eine Spieluhr, die der Mann dazu gemacht hat. Wird vielleicht dann der sein, den wir suchen. Ja, Bücher und Teller im selben Schrank. Hier ist es ziemlich unordentlich. Weil einfach nur eine andere Ordnung. Ja, unordentlich ist relativ. So, was haben wir hier? So, wir entfernen uns gerade wieder ein bisschen von der Musik. Aber gerade hat man es ja auch, da haben wir sofort, sind wir sofort ans Telefon gegangen und dementsprechend konnte man die anderen Sachen nicht gucken. Aber vielleicht kommen wir ja später nochmal hin. Ist ja schließlich unsere Wohnung. Sollte ja bestimmt möglich sein. Sie sind alle mit Staub bedeckt. Hier wurde seit Tagen nicht gereinigt. Das kann durchaus möglich sein. Also, wenn er weg ist oder hier noch irgendwo ist, dann wird er wahrscheinlich gerade nicht in der Lage zu sein. Oder er ist schon länger weg. Die Musik kommt aus einer anderen Richtung. Ich muss denjenigen finden, der die Spieluhr spielt. Die muss man nicht spielen, die muss man nur aufziehen. Oder? Eine Streichholzschachtel. Mir fällt kein Grund ein, das Haus niederzubrennen. Noch nicht. Wie nett von ihm. Wie nett von ihm. Wir gehen noch einmal hier weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Tür daneben, ne? Okay, wunderbar. Ich gehe nochmal hier rein, weil vorne in dem Zimmer gab es noch ein bisschen was. Ich glaube, dass wir auch von hier aus in das andere Zimmer reinkommen. Wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Dekorative Früchte. Das ist teures Porzellan. Ich schätze, die wollen nicht, dass jemand denkt, sie seien arm. Hauptsache, die Leute denken es. Something on that doorknob. Yes, it is. Oh, ein Brief. Oder? Dokumente und Objekte. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden. Um ihn zu untersuchen und Informationen zu erhalten, drücke E. Um die Rückseite zu lesen, drücke Maus ein bisschen hin und her bewegen. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen, drücke dazu die Taste I, also für Inventory. Okay. So, erster Brief von Isaac Ferber. Ein Brief von Usher, den Daniel in der Villa des Autoren gefunden hat. Der Poststempel ist vom 1. August 1998. Ich gehe mal davon aus, dass das Jahr höchstwahrscheinlich nicht ganz so weit entfernt ist von dem, wo wir uns gerade befinden. Geht aber mal davon aus. Lieber Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten. Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spieluhr mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, meinem Gehör. Die Melodie, Sebastian. Sie ist irgendwie eigenartig. Du musst sie dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. So, jetzt können wir nochmal drehen, glaube ich, oder auch nicht. Hier haben wir nochmal den Anhang, den können wir auch nochmal, glaube ich, lesen. Kannst du mir bitte helfen, mehr über diese Spieluhr und ihre geheimnisvolle Melodie herauszufinden? Ich würde für immer in deiner Schuld stehen. Meinen allerherzlichsten Grüße, Isaac Ferber. PS, ich habe auch die wenigen Informationen beigefügt, die ich über die Spieluhr finden konnte. Brief adressiert an Sebastian P. Hascher, 25 Thomas, Straße 4. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt schon der Anhang gewesen? Kann ich da noch was machen? Ich glaube, ich kann da nicht mehr machen, oder? Das ist schon... Interesting. Interesting. It is. What the? How can there be a door there? That's a good question. Aber es müsste ja dann auch in den nächsten Raum führen, oder? Weil mir sieht auch sehr, sehr zu aus. Ja, so mit Verschlag und Co. Wow, der Typ jagt gerne. Sophie würde einen Anfall kriegen, wenn sie das sehen würde. Die mag wahrscheinlich Tiere, und zwar möglichst lebendig. Dieses Radio ist älter als ich. Und sind diese Gewehre echt? Weiß ich nicht. Aber eventuell werden wir sie später nochmal gebrauchen.
können. Vielleicht. Da liegen überall Sachen herum. Das erinnert mich an mein Studentenwohnheim. Okay. Dann hat er da auch nicht so viel Ordnung gehalten. Weiß er immer nicht. Auf dem Plattenspieler ist klassische Musik aufgelegt. Aber ich glaube, hier wäre man nicht mal großartig fündig für irgendwas, was uns weiterhilft. Aber ich glaube auch nicht, dass wir durch die Tür durchkommen. Das heißt, wir müssen nochmal, oder? Oh, die geht doch auf. Aber jetzt wird es ein bisschen laut, ne? Wird es ein bisschen laut. Der schnappt die wahrscheinlich ganz schnell zu. Yeah, I knew it. I knew it. Okay, okay. Let the party start it. I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Drei Tage später. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Ja, also was haben wir gesehen? Wir sind durch die Tür gegangen. Ja, und hinter uns ist die Tür verschwunden. Dann haben wir Schreie gehört. Bis dann irgendwann nur noch still zu hören waren. Ja, übrigens, so wie das erzählt hat. Oh, die haben sogar Werte. Die haben sogar Werte und schon mal Special Abilities oder sowas, ne? Ich lese es gleich mal kurz einmal vor. Und dann war halt so ein bisschen Stille da. Und er hat es ein bisschen so beschrieben, wie das auch im Buch stehen würde, ja? Wie es auch so ein bisschen in dem Buch stehen würde. Ja, also finde ich sehr, sehr schön den Erzählstil. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Kann ich jetzt irgendwie hin und her wechseln? Oh, ich könnte hin und her wechseln, guck mal. Wen haben wir jetzt alles? Okay. Okay, also wir haben jetzt ein bisschen was abzuarbeiten, ja. Wir haben Sophie van Dennent. Ja, das war ja scheinbar die Frau, die sich dann von ihm scheiden hat lassen. Ja, Lichtquelle, Kerze, Alter 40. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt, aber sie hat es immer geschafft. Dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Sophie
die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand. Etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hatte. So, Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke und Gelassenheit. Scheinbar hast du noch eine Duftkerze dabei. Wann immer ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicher und friedlich an. Ich bin mal gespannt, was die anderen haben. Ja, der hat zum Beispiel einen Notizordner. Ja, das ist Etienne Bertrand. Alter 45, Lichtquelle, Feuerzeug. Ja, da hat ja der Daniel echt das Beste mit der Taschenlampe. Ja, ein selbstbewusster Selfmade-Man arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing. Ja, das ist der Verlag. In seiner Rolle als persönlicher Assistent ist Daniel zu einer Art Laufbursche geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt. Auch wenn beide sich gerne über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig sehr und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Ja, er ist, glaube ich, ein bisschen langsamer als sie, oder? Ja, okay, er ist natürlich auch eine Frau, die ist vielleicht ein bisschen flinker unterwegs. Unauffälliger ist er auch, vielleicht ein bisschen kleiner. Dafür ist er ein bisschen stärker, ja, ist klar, als Mann. Und Gelassenheit ist er auch vielleicht gelassener. Nee, sie ist gelassener, okay, nevermind. Oder zumindest mal gleich gelassen. Ich müsste jetzt die Balken zählen, damit es effektiv sehe, aber... So, seine Special Ability oder whatever it is, ja. Notizordner. Alles Wichtige aufzuschreiben ist das Geheimnis eines guten Gedächtnisses. Kann ich jetzt noch nicht bestätigen, aber okay. Etienne. So, was haben wir denn sonst noch? Wir gehen jetzt erstmal kurz einmal alle durch. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Charaktere, die wir noch nicht gesehen haben. Dementsprechend ist es ja gar nicht mal so verkehrt, wenn wir sie schon mal kennenlernen dürfen. Ja, da haben wir nämlich Alexander Laskin. Alter 59, Lichtquelle, Kerze. Wer nimmt denn bitte schon eine Kerze mit? Ich bitte euch. Ja, es scheint ja schon in dem Zeitalter Taschenlampen zu geben. Warum hat man eine Kerze dabei? Ja, Alexander und seine Frau Mascha sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers Sebastian P. Hascher. Eine ihrer vielen Aufgaben ist es, sich um die Kinder des Autors zu kümmern. Das russische Ehepaar, beide christlichen Glaubens, zogen Anfang der 80er Jahre nach Europa, um einen geheimnisvollen Vergangenheit zu entfliehen, von der Alexander nur selten spricht. Ja, der scheint relativ stark zu sein, ist aber dafür nicht ganz so schnell und gelassen ist der ganz und gar nicht. Aber der säuft sich auch einen zurecht, ja. Ich glaube, seine Gelassenheit, Blachmann aus Leder, okay, seine Gelassenheit kommt, glaube ich, vom Alkohol. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Flachmann aus Leder, nimmt einen Schluck aus der Flasche, um deine Nerven zu beruhigen, wenn Gefahr lauert. Das hat bei mir immer funktioniert, Alexander. Er trinkt recht viel. Und erstaunlicherweise ist auch recht viel in dem Flachmann drin. So, Alina. Alina haben wir hier. Sehr schön, ja. Ramos, Alter 32, Lichtquelle, Taschenlampe. Ja, die ist schon wieder ein bisschen besser ausgestattet, ja. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das High-End Haussicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Ja, die scheint auch eher so ein bisschen durchschnittlich zu sein, was die Werte anbelangt. Hat auch recht wenig Gelassenheit. Dafür hat sie ein Walkie-Talkie dabei. Es funktioniert nicht mehr richtig. Es empfängt eine Menge seltsame Störsignale. Ob wir damit vielleicht irgendwas machen können? Immer diese krassen Alinas. Ja, ist halt wirklich so, ne? Ist halt wirklich so. So, haben wir noch jemanden? Okay, dann sind wir jetzt damit durch. Die Frage ist, mit wem fangen wir jetzt am besten an? Also der raucht ja schon mal, da sehe ich mich ja schon so ein bisschen, ne? Da sehe ich mich ja schon ein bisschen. Aber was mich so ein bisschen stutzig werden lässt, ist, dass man hier Unauffälligkeit hat. Ja, und vor allem auch Stärke. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich sogar Gegner haben, die wir besiegen müssen. Ja, und dementsprechend ist dann unsere Stärke wichtig. Unauffälligkeit, vielleicht können wir auch einfach an denen vorbei schleichen. Something like that. Oder wir nehmen sie hier mit ihrer Duftkerze.
Nee, ich glaube, wir nehmen ihn ja, der Zigarette in der Hand. Das ist vollkommen in Ordnung.